So. Waren aber bei zwei Dingern auf jeden Fall, bei drei Dingern auf jeden Fall noch nicht. Bei dem, dem und dem da links. Ah nein, hier waren wir aber schon. Nee, Quatsch, hier links waren wir auch schon. Auf der anderen Seite noch nicht. Ist aber nur noch zwei, nur noch das oben und das da, glaube ich. Also hier sieht man auf jeden Fall sofort, dass wir hier noch nicht waren. Ach komm. Genau, da nach unten geht's dann wieder zum Geschnetzel. Ah, ich hätte ja mal nicht segeln können. Ach komm, die sind alle so low. Noch ein Ding auf Feier und dann geht's ab. Ach komm. Ah. Ich hätte jetzt nicht mehr gedacht, dass ich da jetzt noch dran scheitern kann. Dann gucken wir uns lieber stattdessen mal den Weg an. Okay, hier sind irgendwie keine Gegner. Hat sie jetzt vielleicht ihr. Nee, hat sie nicht verloren. Sind wir auf der anderen Seite von dem Kampf, den wir gerade gemacht haben. Ich bin ja nicht geblasst. Sind sie nach Heroin? Ey, wie sie ihn einfach immer... Okay, jetzt machen wir erstmal hier Spells. Wie sie ihn einfach immer mit einem Schlag töten. Na komm, lauf doch mal vorbei hier. Ich glaube, mit den Spells kann man eh immer nur den vordersten treffen, aber mit den Angriffen kann man natürlich aussuchen, wen man
wenn man an Monster. Also bei, mit ihr kann ich jetzt, obwohl noch ein paar Leute vor dem stehen, den Chieftain angreifen, mit ihm auch. Und Spells aber eben nicht. Yes, we got him. So. So, komm, jetzt schützen wir den einen, der da hinten noch rumläuft, noch weg. Und so müssen wir hier unsere Ruhe haben, dann können wir mal speichern und pennen. Dankeschön. So. Geht doch. Was ich nicht vergesse, wird hier gleich gesegnet. Wird hier gar nicht als Tür angezeigt. Die geht jetzt auf. Kannst du wieder ein Level aufsteigen? Machen wir mal Licht an hier. Und nicht hell. Got it! Protection from Magic. Aha. Not Shield, Emma. Aha! Schwert ist vielleicht was für sie. Ah, Feather Fall. Aber, ja. Das Schwert kann ich immer geben. Bild brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr. Elf, ja, besser. I can't learn that. I can't learn that. Okay. Okay. Genau, 3D4 plus 4. Ja, plus 9 ist einfach so krass. Das, da kommt nichts dran. Ihr Schwert ist einfach mal total drüber. Hat jeder noch seinen Ember? Nö, er nicht. Ach, deswegen hat sie ja wahrscheinlich dieses Pling gemacht, als er die Tür geöffnet hat. Das hat ihm den Ember abgezogen. Und wahrscheinlich, um die Tür zu öffnen, brauchen wir wieder einen Ember. So, da ist noch so eine Tür. Da kein Ember abgekostet. Ich glaube, das bringt uns wieder nur zurück, ne? Ja. Wop.
Okay, aber ich glaube, das ist auch der einzige Weg, den wir jetzt beschreiten können, zurück. Hier geht es irgendwo sonst hin. Ich weiß gerade nicht, war da noch irgendwo so eine Falltür nach unten einfach? Sind wir gerade noch an irgendwas vorbeigelaufen, wo man uns sagen könnte? Ich glaube nicht. Doch, da. Erinnert mich ein bisschen an den Rindentempel, weil es da auch so war, als ob so ganz viele Wurzeln zu so einem Baum sich hinwenden oder so. Und so ein bisschen das Gefühl habe ich hier auch. So ganz viel verzweigt. Gängen, die da war, dann müssen wir mal machen. Und der hat ja auch von sowas gesprochen. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ah, oh, meine Buffs sind schon wieder abgelaufen. So ein Einzelner ist ja schon super stark. So, wieder alles kaputt, oder? Nö, geht eigentlich. We can't rest now, it's too unsafe. We can't rest here. Ja, dieses Normalfeuer denkt fast besser als der Feuerring. Weil es mir halt bis dann alle gleichzeitig umfallen hat, kaum was bringt, dass die alle gleichzeitig Schaden nehmen. Das Fokus ist, glaube ich, viel sinnvoller. Okay, ich kann speichern. So. Jetzt sind wir in einem großen, fleckigen Raum, genau unter diesem. Unter dem, wo wir sonst immer so runtergefallen sind. Hey Rayburn, hier checkst du das Game nicht? Frag ruhig, wenn du Fragen hast. Aber ja, es hebt sich in vielen Dingen von den Spielen ab, die man so kennt. Es ist schon was anderes. Aber es ist auf jeden Fall Teil des Spaßes, dass es so unterschiedlich ist. Oh Mann, ey, wenn die alle so vor mir stehen, ist es so schwierig. Ja, jetzt kann ich nochmal laden hier. Hey, William.
vielleicht gehe ich hier nochmal aus dem Weg. Versuche ein bisschen Distanz zwischen den Gegnern mich zu bringen. Komm, jetzt wollen wir erst den Raider noch killen. Dankeschön. So, jetzt sind die da hinten noch. Noch welche Items gefunden. Ja, der hebt jetzt die Flaschen für sie auf, wenn es dann doch zu viel werden. Okay. Hier geht es noch weiter nach unten. Da sind auch nochmal jeweils Gänge hinter, ne? Ne, da ist so ein Loch und da geht es nach oben. Boah, ist das verwinkelt. Hier creepy aus. Okay, ein Helm, ein bisschen Gold. Also dass es so verwinkelt ist, hat es auf jeden Fall mit fast allen anderen Dungeons in diesem Spiel auch gemein. Das ist echt absurd hier. Aha! Rüstung plus 8, hat jemand noch was Schlechteres? Ja, sie hat gar keine Rüstung, aber Speed plus 5 ist glaube ich auch ganz gut. Sie braucht die Rüstung nicht so dringend. Rüstung plus 6 und dafür Ausdauer plus 5 ist glaube ich okay. Dann kommt der weg. Da geht's nach unten. Oh. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Mit diesem Mann fällt er irgendwie rein und kommt nicht mehr zurück, außer man teleportiert sich weg. Ist schon nochmal besonders. Okay, er hat rausgetrunken, da stand Magically Refreshing. Ah, alles plus 8. Sniped hier alle. Kein Platz für Herbs. Oh Gott, ey. Wo bin ich hier reingeraten? Manchmal zittert es so in dem Spiel, keine Ahnung warum. Ich wurde verarscht. Ich wollte dahin, aber da war noch ein Loch direkt davor im Boden. Ah, jetzt kann man sich nur nach oben teleportieren. Hier geht's auch noch lang. It's a trap! Ey, die Karte bringt einem einfach null. Ich glaube, hier war ich schon, ne? Genau, da bin ich nämlich jetzt hier nach unten dann. Und dann den Gang hier entlang. So, hier gibt es noch zwei Löcher. Kann hier auch nochmal den anderen Weg probieren. So, jetzt mal mehr aufpassen, ob da noch ein Loch vor mir im Boden ist.
Scheiße, ich hab's wieder nicht gesehen. Wirklich? Moment, kann ich nochmal nach oben gucken? Nicht weit genug. Gibt's doch nicht. Ich hab voll drauf geachtet. Konnte man das sehen? Habt ihr das Loch gesehen? Na egal, okay, dann probiere ich die Dinger jetzt mal. Ja, ja, klar. Dachte ich mir nämlich. What? Fallen Defender? Oh Gott, die schaffe ich nicht. Glaube ich nicht. Okay, also nochmal buffen und dann kann ich vielleicht oben auf den Vorsprung fallen. Not here. Na, dann versuche ich nochmal eine. Not here. Ich weiß, wo ich nochmal pinnen kann. Ach komm, Leute. Naja, aber ich hab halt den Zauber nicht. Wo soll ich denn den Zauber herkriegen? Klar, könnte ich nachgucken und dann weiß ich, dass die Zauber wahrscheinlich einfach in Free Heaven sind und dann gehe ich da noch lang, aber ich will ja eigentlich die Gebiete auch vollständig erkunden, in die ich gehe. Wo ich weiterziehe. Ach komm, Leute! Dankeschön. Das heißt, dann fällt er rein und wird dann aber wegteleportiert, wenn man da lang geht. Das ist, wenn man rechts lang geht. Oder weil ich da drauf geklickt habe. Es ist gerade irgendwas aufgegangen. Von daher glaube ich, ist es ganz gut, wenn ich die zwei Teleporter mal auslöse. Jedenfalls habe ich gerade irgendwas gehört. Ach, hier kann man sehen, dass hier ein Loch unten ist. Ja, ja, ich sehe schon, warum du das Dungeon lieber auslässt. Okay, und ich muss durch das Loch. Oder ich springe drüber hinweg, Achtung. Hui. So, na komm, wir sind jetzt voll geheilt und durchgebracht. Wir versuchen jetzt die Typen nochmal umzuhauen da. You know what?
wir jetzt den zweiten um und dann können wir uns um die Bänder in Ruhe kümmern. Ach komm! Egal, den haben wir jetzt. Dann halt nur noch die dritte. Dann halt nur noch zu dritt und er hat einen Schlüssel. A small key. Aha! Und einen Stab, der mir nichts bringt. Weil er schlecht ist. Schlecht! Dann darüber jumpen? Nee, ich lade das nicht. Wir machen das jetzt mit dem einen Toten. Got it! Und gehen. Werden gleich sehen, dass wir den mal wiederbeleben. Wir hatten vorhin schon so einen anderen Boss. Es ist echt schwierig, schwierige Gegner zu schaffen, ohne dass mein Mark jetzt zwischendurch verreckt. Der hält einfach nicht viel aus. Greetings! Ja, und wir haben es geschafft. Sehr gut. Und ich glaube, da kam jedenfalls auch gerade dieses Symbol mit Erfahrungspunkten, dass er die trotzdem jetzt bekommen hat. Er kann noch aufsteigen. Das hätte ich jetzt geladen, wenn er die Questbelohnung nicht bekommen hat. Aber anscheinend bekommt man die auch, wenn man tot ist, die Erfahrungspunkte für eine Quest. Ja, und dann sind wir nämlich damit jetzt durch. Reicht. Dann beleben wir den jetzt mal wieder. Laufen wir mal zur Kirche. Ja, genau. Sehr gut. Weil das war jetzt erstmal meine Befürchtung, dass die Quest abgegangen ist, während er tot ist und dass es dann vielleicht nicht funktioniert. Aber dann ist es okay. Dann kann er mal, schleppen wir hier mal ein bisschen den Grabstein durch die Gegend. Wie ich schon mal meinte, es würde ganz viel Beerdigungskosten sparen, wenn Leute sich in dem Moment, wo sie sterben, sich in fertige Gräber mit schicken Grabstein verwandeln würden. Sehr praktisch. Aufschreiben, wo der Zirkus ist. Ah, okay. Die Frage ist nur, woher weiß ich das? Soll ich die Leute hier mal irgendwie fragen? Oder wo kriege ich raus, wann der Zirkus ist oder wo der ist? Have a nice day. Hello. How are you? Back for another. Good job. Good job. Good job. Good job. Was steht es da vielleicht auf dem Spiel? 140 Erfahrungspunkte brauchst du nur, oh Mann. Achso, da steht es nicht drin. Nee. Das vervollständigt sich ja so automatisch, je nachdem, was man schon für Infos hat. Und ich glaube, das fehlt mir noch. Achso, auf der Internetseite. Ja gut, na, ja klar, auf der Internetseite kann ich alles mit dir nachgucken. Ich würde ja am liebsten das meiste im Spiel finden. Karl den Sargbauer bei den Steinmetz. Tja. Tut mir dann natürlich leid. Ja, ich glaube, die können eigentlich alle einfach so weg. Ja, also mit den Tränken mache ich dann mal in Ruhe auf Stream, dass ich das alles mal ordne. Frage ist so ein bisschen, für was haben wir den Key? Chest Key. Ah, sollten wir nochmal rein und die Chest suchen? Would you like to buy something? Yeah, I would like to sell something. Come again. Hatten wir eine verschlossene Kiste gefunden am Anfang? Echt? Thanks. Come again.
How you doing? How you doing? Come back soon. Am Anfang des Dungeons? Ich weiß gerade leider echt nicht mehr, wo die gewesen sein soll. Dann gerne nochmal gucken. Würde mich ja dann schon interessieren. Eventuell lohnt es sich. Dann bekommen wir vielleicht jetzt auch noch die letzten 140 Erfahrungspunkte, damit unsere Klerikerin aufsteigen kann. Ist ein bisschen schade, dass es hier nicht direkt auch steht, wann der da ist. Also ich meine, ne, die könnten ja, es sind ja bestimmt noch andere, wann der Zirkus da ist. Einfach ein Schild hinmachen, übrigens, in 4 Wochen geht's los. Warte mal, hier rechts. Achso, hier war der Obelisk. Hier war eine Kiste. So, die war offen. Da waren wir schon. Was hier irgendwer genau im Spiel. Bestimmt. Allein schon, was die immer alles hier für Infos erzählen, wenn du dich mit den ganzen Dorfbewohnern da auseinandersetzt. Ich wette, dass du das auch im Spiel rauskriegen kannst, wann das ist. So, dann laufen wir hier nochmal kurz durch die Gegend. Oh, auf jeden Fall noch nicht. Eine von diesen Kisten war es nicht, oder? So, dann kriegt ihr dann nochmal so einen Ember in die Hand. Zack, zack. Also das erste, wo wir reingegangen sind, war das obere. Das war das hier. Ich wollte es ja so im Uhrzeigersinn machen und deswegen sind wir bei der 12 dann reingegangen. Ah, und hier ist auch direkt das. Sehr schön, da hätte ich wirklich nicht mehr dran gedacht. Crystal Skull. Ich wette, da haben wir noch... Aha. Oder da kriegen wir noch eine Quest Aha. für. Von daher war das sehr gut, dass wir das nochmal uns abgeholt haben und jede Menge Kohle. Wovon die Lehrerin sich mal 10% einstecken? Warum auch nicht? Quickly, we must move. So. Blümchen. Ja, Erfahrungspunkte gab es nun aber leider keine mehr. Na gut, dann machen wir uns auf nach Free Heaven, würde ich sagen. Ring verkaufe ich noch. Achso, und die Axt kann auch loswerden. Da.
How you doing? Ach echt? War genau umgekehrt? Well, I never. Wie denke ich mal, dass bei dem Symbol, dass es eher was ist? Oh ja, ist natürlich. Come again. So, dann haben wir das auch geschafft. Weiter geht's. Ich will mal gucken, ob manchmal gibt es bei solchen Dingern auch, weiß ich nicht, ist dahinter noch irgendwas anderes versteckt oder so? Wollen wir einfach an dem Strand mal weitergehen? Ist aber kein schönes Wetter hier, wa? Wie geht es denn gerade? Morgens ab 12. Ich sehe zwar nicht, von wo wir beschossen werden, aber von irgendwo werden wir beschossen. Da fliegt ein Baum. Oh! Na gut, wir können aber nichts. Wissen, was können die schon? Aber nur ein bisschen was. So, aus dem Weg, ey. Schön buffen. Es lodert. Musik ist ja gechillt hier. Ja. Mal Antiklauter machen. Pow! Ja, ich glaube, ich penne erstmal eine Runde, damit mein Magier wieder auf die Beine kommt. Während hier alles an mir vorbeifliegt. Wahrscheinlich auch Gegner, wo es im Nahkampf vielleicht relativ zu bewegen ist. Wir stecken uns ein.
Das lodert da am Kessel. Essen. Alle umbringen und dann noch das Essen wegessen.